In der Dornbirner Baltsporthalle erfolgte am Samstagabend die Eröffnung der Rollhockey-B-Weltmeisterschaft, die mit 12 Nationen gespielt wird. Eine ganz tolle Eröffnungsfeier, sehr viele Zuschauer mit dabei und auch Vorarlbergs Sportlandesrat Sigi Stemer, unter anderem dann die internationalen Vertreter, natürlich der Präsident des Organisationskomitees, Herbert Schrattner, hat sich ebenfalls gefreut, dass so viele Zuschauer hier zu dieser Eröffnung gekommen sind. Es wird nun eine Woche lang gespielt, 7 Tage, also zunächst die Vorrundenspiele, dann am nächsten Samstag das große Finale. Der Auftakt dieser Weltmeisterschaft, das erste Spiel, das hat das Gastgeberland, die Österreicher, bestritten gegen das Team aus Neuseeland. Die Österreicher haben diese Partie ganz klar beherrscht. Ihr großes Ziel ist es ja, von der B-Gruppe in die A-Gruppe aufzusteigen, eine A-Nation zu werden. Und so müssen eben Siege wie zum Beispiel gegen Teams aus Neuseeland einfach her. Das sind Pflichtsiege. 8:1 ist es am Ende ausgegangen. Souveräne Leistung, Auftakt für das österreichische Team. Und somit kann man auch für den weiteren Verlauf dieser B-Weltmeisterschaft von den Athleten einiges erwarten. Begeistert auch in der Halle Sportlandesrat Sigi Stemer. Spricht, glaube ich, für drei Dinge. Erstens das Riesenengagement der Funktionäre, vor allem eines Herbert Schrattner, der jahrelang auf das hingearbeitet hat. Zum Zweiten eine tolle Infrastruktur mit dieser Halle, in der die Rollhockey-WM wirklich durchgeführt werden kann. Und zum Dritten, das dürfen wir auch sagen, die Stadt Dornbirn und das Sportland Vorarlberg können jetzt wirklich mal zeigen, was wir seit Jahren aufgebaut haben. Am Ende dann der große Jubel bei der österreichischen Mannschaft. Und für Michael Schwendinger, einer der großen Stützen im österreichischen Team, war es vor allem wichtig, dass man dem Druck standgehalten hat und eben diesen ersten Sieg eingefahren hat. Also der Auftakt ist einmal sehr gelungen. Das erste Match ist immer das Schwierigste zum Turnier hineinstarten. Und das haben wir jetzt mit dem Sieg hervorragend gemacht. Wir waren vielleicht am Anfang sehr nervös und haben einzelne Fehler gemacht, dass wir in die Führung gekommen sind. Haben wir immer stabiler gespielt und eigentlich das Match souverän gewonnen.